Es gibt wohl kaum ein kontroverseres Thema als die Jagd. Die einen lehnen sie strikt ab, andere lieben sie heiß. Der international ausgezeichnete Naturfilmer Kurt Mündl hat sich das Ziel gesetzt, sich der Jagd unvoreingenommen zu nähern. Er tut das im ersten 3D-Jagdfilm, den es weltweit gibt. Der Titel Halali. Gestern war Premiere in St. Pölten. Rund 600 Jägerinnen und Jäger sind der Einladung zur Filmpremiere in St. Pölten gefolgt und wurden von Regisseur Kurt Mündl auf eine 101 Minuten lange jagdliche Reise mitgenommen. Der Film dokumentiert die Jagd in allen Jahreszeiten und zeigt diese auch in allen Landschaftsformen Österreichs, vom Tiefland bis ins Hochgebirge. Bei den Dreharbeiten ist es gelungen, seltene Wildarten wie Wildkatze, Bär und Wolf vor die Kamera zu bekommen. Gezeigt werden aber auch Gams, Hirsch, Auerhahn oder Wildschwein in ihrem natürlichen Lebensraum. Der Film Halali war nach Eigendefinition Kurt Mündl der Versuch, sich vorurteilsfrei dem Thema Jagd zu nähern. Einem Thema, das vielfach auch sehr kritisch gesehen wird. Ich habe gesagt, na gut, dann muss ich mir das in meiner Art, wie ich so an Dinge herangehe, also wirklich investigativ auch anschauen, stimmt denn das alles, was da über die Jagd behauptet wurde oder wird? Und bin dann eben drauf gekommen, dass es vieles gibt, was nicht stimmt, und das habe ich auch in dem Film wiedergegeben. Applaus gibt es vom Publikum nach der Vorführung, denn letztendlich geworden ist es nicht nur ein Film für Jäger, sondern auch für Nichtjäger, die naturinteressiert sind. Weil dieser Film zeigt auch die Aufgaben der Jäger. Nicht nur die Leidenschaft, es ist sehr viel Leidenschaft bei dem Film dabei, aber auch die Notwendigkeit für ökologische Dinge und für den ökonomischen Erfolg der Grundeigentümer. Besonders beeindruckt hat das Premierenpublikum vor allem der 3D-Effekt. Das sind für mich diese Naturaufnahmen faszinierend. Vor allem in dieser 3D-Qualität ist man es ja eigentlich nicht gewohnt. Die generelle Stimmung war hervorragend, weil die Jagd doch ein sehr spezielles Thema ist und das hat der Professor Mündl sehr gut hinbekommen. Ich habe selten einen Film in 3D gesehen, gebe ich ehrlich zu. Man hat ja wirklich das Gefühl, es kommt alles direkt auf einen zu. Ich bin beeindruckt. Zwei Jahre lang war Mündl mit seinem Team und speziellen 3D-Kameras auf der Pirsch. Zu sehen ist der Film Halali, der Jagd auf der Spur, ab heute in ausgewählten 3D-Kinos.